Bereits zum dritten Mal lud der Dortmunder Star Wars Fanclub Quaid Riders am 3. März 2013 in den Dortmunder Zoo. Trotz des feuchtkühlen Wetters sind vor allem Familien mit vielen jungen Fans von Darth Vader und den Klonkriegern auch dieses Mal der Einladung in stilechter Ausrüstung gefolgt. Aus dem Köln-Bonner Raum. Und kommt extra hier zur Veranstaltung? Ja, ich habe es schon seit ein paar Jahren vorgenommen. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die Quaid Riders hier diese Tiere aus dem Star Wars-Universum zeigen. Und diesmal hat es endlich geklappt. Mein Name ist Marco Machat, ich bin der Leiter und einer der Gründer des Star Wars Fan-Treffs Quaid Riders. Die Quaid Riders wurden 2006 in Dortmund gegründet. Wir veranstalten einmal im Monat ein Treffen, eine Art gemütlichen Stammtisch und treten halt in unseren Kostümen bei vielen Veranstaltungen auf. Heute im Dortmunder Zoo veranstalten wir zum dritten Mal die Ausstellung Tiere aus dem Star Wars-Universum, die mit großem Erfolg, möchte ich sagen, angenommen wurde und vor allem bei den kleinen Besuchern große Begeisterung auslöst. Wir haben ein kleines Preisrätsel, eine Art Tierrallye. Die Teilnahme kostet 50 Cent. Die Leute können Fragen über die Tiere beantworten und dann ein Darth Vader Lichtschwert, verschiedene Actionfiguren oder andere kleinere Preise gewinnen. Und der Erlös geht als Spender in den Dortmunder Zoo. Am Ende wurden schließlich etliche Sachpreise an die fleißigen Teilnehmer des Tierquiz verteilt. So, anfangen tun wir mit ein paar Kleinbüchlein vom Dortmunder Zoo. Fahren im Zoo, Schnuppel auf der Südamerika-Wiese, gesponsert, geschenkt vom Dortmunder Zoo. Meine Damen und Herren, der Star Wars Phantom Quaid Riders und der Dortmunder Zoo bedanken sich für euer Kommen. Was wäre dieser Tag ohne euch Besucher? Vielen Dank, dass ihr alle da wart, dass ihr diesen wunderschönen Tag mit uns verbracht habt, trotz des kalten Wetters. Bravo.